Schließlich muss endlich ein Signal in die Welt gehen, dass unsere humanitäre Aufnahmekapazität erschöpft ist und wir auf absehbare Zeit grundsätzlich niemanden mehr aufnehmen können, weil schlichtweg der Unmut in der Bevölkerung zu groß ist. Bitte verstehen Sie das. Sie wissen ganz genau, dass Sie all das dem Bürger nicht mehr erklären können und deswegen schwurbelt man in kleinen Anfragen gerne mal so ein bisschen herum. All das, was Sie irgendwo in Parteitagsbeschlüssen niederschreiben, ist schlichtweg nicht politisch authentisch. Wir legen Ihnen daher heute einen 10-Punkte-Plan vor. Der wohl wichtigste Aspekt dabei ist die, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, irreguläre Migration muss nicht nur reduziert, nicht nur geordnet werden, sie muss beendet werden. So hieß es neulich in einem Tweet des CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Gegenüber der Süddeutschen forderte er in Anlehnung an das britische Ruanda-Modell, dass Flüchtlinge nach einem Aufgreifen in Europa direkt in Partnerländer gebracht werden, damit dort Verfahren und Schutzgewährung stattfinden kann. In Baden-Württemberg gab es in einem CDU-Parteitagsbeschluss, wonach das individuelle Asylrecht abgeschafft werden sollte, auch noch weitere Forderungen. Auch auf Bundesebene bedient sich die CDU in letzter Zeit regelmäßig aus dem AfD-Wahlprogramm, um die Programmatik, für die wir seit Jahren verteufelt werden, dann als die eigene zu verkaufen. Zum Beispiel im sogenannten Deutschlandpakt oder aktuell im neuen Grundsatzprogramm. Darin heißt es: Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme, Aussetzung des Familiennachzuges, Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsländer, Reduktion der Bleiberechte für Ausreisepflichtige oder keine Erleichterung bei der Einbürgerung. Das klingt sehr stark nach AfD, hat die CDU schön kopiert. Mit wem aber, liebe Kollegen der CDU, wollen Sie diese für Sie noch neue Agenda diesseits der ominösen Brandmauer eigentlich umsetzen? Hier in Nordrhein-Westfalen, wo Sie nicht in der Opposition sitzen, sondern Teil der grün-schwarzen Zerstörungsregierung sind, werden Sie doch von der grünen Ministerin geradezu vorgeführt. Alle zuvor genannten Vorschläge sind doch mit den Grünen obsolet. Gefragt nach einer Obergrenze, immer wieder in sämtlichen Anfragen, lautet Ihre Antwort lapidar: NRW wird seiner humanitären Verantwortung unverändert nachkommen. So viel dazu. Also mit anderen Worten bedeutet das keine Obergrenze. Völlig egal, wie laut die Hilferufe aus den Kommunen sind, völlig egal, dass sich das Stimmungsbild in der Bevölkerung längst gedreht hat, erst recht völlig egal, was die CDU hier fordert, all das, was Sie irgendwo in Parteitagsbeschlüssen niederschreiben, ist schlichtweg nicht politisch authentisch. Beiläufig möchte ich noch kurz erwähnen, weil wir ja gerne bei Beschlüssen jetzt hier noch bleiben können, bei der SPD sieht es tatsächlich noch viel, viel, viel schlimmer aus. Wenn man sich jetzt vorstellt, was die SPD erst kürzlich hier gefordert hat, die einen können es nicht einhalten, weil sie ihre Wähler belügen, die anderen haben da inzwischen Dinge aufgenommen, wo man sich denkt: Mensch, liebe Sozialdemokraten, wo seid ihr denn eigentlich angekommen? Das erinnert eher an die Musikkapelle der untergehenden Titanic. Aber bleiben wir mal kurz bei den Inhalten. Schutz der EU-Außengrenze einstellen, auch weiterhin unbegrenzte Aufnahmen, Seenotrettung, Weiterunterstützung und natürlich Familiennachzug erleichtern. Ich frage mich, wann wollen die SPDler das eigentlich ihren Bürgern irgendwie im Ansatz verkaufen? Aber gut, die Umfragewerte sprechen ja für sich. Obwohl die CDU der AfD wenig Dankbarkeit für unsere Vorarbeit erweist, möchte ich sie auf die wesentlichsten Unzulänglichkeiten ihres angeblichen Richtungswechsels hinweisen. Es geht nicht nur darum, Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive an der Grenze zurückzuweisen oder beschleunigte Asylverfahren bei einer Anerkennungsquote bis 5% durchzuführen. Nein, es muss gemäß Asylgesetz vielmehr um Zurückweisung aller illegalen Einreisen aus sicheren Drittländern gehen. Den größten Irrtum begehen Sie aber, wenn Sie meinen, dass Deutschland auch weiterhin eine jährliche Asylzuwanderung von 200.000 Personen verträgt. Warum bitte sollte Deutschland, das 2023 weit über 300.000 Personen aufnehmen wird, eine ähnlich hohe Belastung Jahr für Jahr auf sich nehmen, wenn es heimatnahe Schutzalternativen gibt, womit weniger Geld viel mehr Menschen geholfen werden kann? Hier sollte doch die CDU in ihrem neuen Grundsatzprogramm noch dringend nachbessern. Schauen Sie doch einfach noch mal ins AfD-Programm. Aber kommen wir zurück zu den grünen Koalitionspartnern in Nordrhein-Westfalen. Ministerin Paul kalkuliert auch für 24 mit 70.000 weiteren Zugängen für Nordrhein-Westfalen. Also an jeder Ecke NRWs entstehen folglich neue Unterkünfte, so jetzt auch kürzlich das Ibis Hotel in Dortmund.
Einem Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg rutschte bei einer Informationsveranstaltung eine Zahl heraus, 3 Millionen Euro, die Höhe der jährlichen Mietkosten. Damit ist es natürlich nicht getan. Hinzu kommen dann die Kosten für die Versorgung, Verpflegung und natürlich auch die Sicherheitsdienstleister nicht zu vergessen. Die Kosten für die soziale und psychologische Betreuung, Sportangebote, Integrationsangebote und so weiter und so fort. Also ein Riesengeschäft für die Profiteure dieser Politik. Nicht ohne Grund lassen Sie, Frau Ministerin Paul, jegliche Transparenz vermissen, wenn es um die Kosten geht. Sie wissen ganz genau, dass Sie all das dem Bürger nicht mehr erklären können und deswegen schwurbelt man in kleinen Anfragen gerne mal so ein bisschen herum. Kommen wir so mal jetzt eben zur sogenannten Balkanroute. Hier weisen ungarische Behörden auf ein erhöhtes Terrorrisiko hin, da gewaltbereite Schleuserbanden vermehrt unter dem Einfluss der Taliban stehen. Diese Erfahrung durften wir jetzt auch kürzlich machen. Ein ungarischer Staatssekretär nutzte das Treffen der EU-Innenminister, um einen Film von der ungarisch-serbischen Grenze zu zeigen. Polizisten und Grenzschutzbeamte werden demnach schon mit Schusswaffen angegriffen. Ähnlich dramatisch ist die Lage auf Lampedusa, wo an manchen Tagen weit über 1000 Menschen die Einreise in die EU erzwingen, mit katastrophalen Auswirkungen für die Inselbewohner. Und das ist den pseudohumanitären deutschen Seenotrettern, die in Wahrheit nichts anderes sind als Schleuser, in ihrem Parlamentar und ihrem parlamentarischen Amt völlig egal. Deutschland wird in Italien als Bremser, Bedenkenträger und Anreizgeber in der illegalen Migration betrachtet. Und ja, dieser Vorwurf ist aufgrund der von italienischen Gerichten dokumentierten Zusammenarbeit von deutschen NGOs mit Menschenhändlern evident. Statt Italien bei einer Seeblockade zu unterstützen, die Menschen an die Ausgangshäfen zurückzubringen und sich eine Hilfe vor Ort, auf die Hilfe vor Ort zu konzentrieren, fällt die EU hier, insbesondere Deutschland, Italien permanent in den Rücken. Das italienische Vorgehen, sprich die Weiterleitung der Menschen nach Deutschland, ist daher tatsächlich mehr als nachvollziehbar. Nicht ohne Grund erklären immer mehr Länder uns bzw. die deutsche Migrationspolitik für verrückt, womit sie leider Gottes auch recht haben. Wir legen Ihnen daher heute einen 10-Punkte-Plan vor. Der wohl wichtigste Aspekt dabei ist die sofortige Unterbindung illegaler Einreisen aus sicheren Drittländern, so wie das Asylgesetz vorsieht. Des Weiteren sind freiwillige Aufnahmeprogramme, Stichwort Afghanistan, sofort zu stoppen, auch vor dem Hintergrund der Terrorgefahr. Ähnliches gilt für den Familiennachzug. Pull-Faktoren müssen konsequent beseitigt werden, also Geldleistung und Bleiberechtsregelung für Ausreisepflichtige. Stichwort Chancenaufenthaltsrecht, mit dem Sie in NRW bereits 13.000 Ausreisepflichtige aus der Statistik geschummelt haben. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, mit der die Ampel ihr migrationspolitisches Staatsversagen verschleiern möchte, ist umgehend zu stoppen. Und ja, Deutschland muss endlich im großen Umfang Ausreisepflichtige abschieben und groß angelegte Rückführungsabkommen aushandeln. Wenn der Schutzgrund entfallen ist und es befriedete Gebiete in den jeweiligen Herkunftsländern gibt, Beispiel Syrien. Schließlich muss endlich ein Signal in die Welt gehen, dass unsere humanitäre Aufnahmekapazität erschöpft ist und wir auf absehbare Zeit grundsätzlich niemanden mehr aufnehmen können, weil schlichtweg der Unmut in der Bevölkerung zu groß ist. Bitte verstehen Sie das, spätestens jetzt vor Weihnachten. Vielen Dank.